Herzlich willkommen zu Carpe Diem. Guten Morgen. Wir beginnen mit ein bisschen Strecken und Ankommen. Du kannst dich dazu gemütlich einrichten, sitzend. Und wir werden erstmal die Arme nach oben gehen über den Kopf, strecken uns in die Höhe, dehnen uns ein bisschen zu allen Seiten. Und lassen die Arme sinken mit einem langen Atem ausatmen. Und dann lade ich dich ein, die Augen zu schließen und einen Moment Zeit zu nehmen, in dich hineinzuspüren, wahrzunehmen, wie bist du jetzt gerade da? Wie fühlt es sich in deinem Körper an? Wie fließt dein Atem jetzt, wenn du nichts steuerst, nichts lenkst, es einfach kommen und gehen lässt? Wie tief fließt dein Atem? Welche Körperstellen bewegen sich, wenn du einatmest? Und dann lege beide Handflächen aneinander, reibe die Handflächen aneinander, dass sie warm werden. Und lege die warmen Hände dann über deine Augen, ohne die Augen direkt zu berühren. Die Wärme der Hände kann auf das Auge einströmen. Es hat eine sehr entspannende Wirkung auf die Augen. Und dann lösen wir die Hände vom Gesicht, öffnen die Augen und orientieren uns zurück in den Raum. Wir fahren fort mit ein paar Übungen zur Reinigung. Nutzen dazu den Atem und wir beginnen mit Kapalabhati, der Atmung, wo du aktiv ausatmest, sodass sich der Bauch zurückzieht Richtung Wirbelsäule. Und wenn der Einatmen kommt, lässt du ihn passiv von alleine wieder in dich einströmen. Den Atemrhythmus legst du selbst fest. Das Tempo ist nicht so entscheidend. Wichtiger ist, dass du gezielt ausatmest, damit du wirklich gezielte und regelmäßige Atemstöße geben kannst. Schau, dass du gerade aufgerichtet sitzt, deine Brust ein bisschen anhebst, stolze Haltung. Die Arme kannst du beispielsweise auf die Knie geben. Und dann atme einmal ein, Brust anheben, atme nochmal aus. Und beginne dann jetzt einatmen und stoßweise auszuatmen.
Atme aus, entspanne den Oberkörper. Schließe, wenn du magst, einen Moment die Augen und spüre nach, wie es sich jetzt in dir anfühlt. Kapalabhati reinigt den ganzen Atemraum. Es macht auch ruhig im Kopf. Wir werden noch zwei weitere Runden machen. Du kannst dich wieder einrichten. Wieder ein bisschen aufrichten, atme ein, hebe die Brust an, stolze Haltung, Arme auf die Knie geben, ausatmen und noch einmal kleine Einatmen und dann los geht's mit stoßweise Ausatmung. Ausatmen, entspannen, noch einmal nachspüren. Wenn du magst, schließt die Augen oder lässt den Blick weich vor dich auf dem Boden ruhen. Nimm wahr, wie dein Atem fließt jetzt, wie deine Energie in dir spürbar ist und das Maß an Lebendigkeit in dir. In jeder Runde steigern wir ein bisschen, wir gehen in die dritte Runde. Atme wieder ein, aufrechte Haltung, Brust raus, ausatmen. Und dann stoßweise Kapalabhati. Ausatmen, entspanne dich. Spür noch einmal nach, wie es sich jetzt in dir drin anfühlt. Öffne dann wieder die Augen, falls du ein bisschen spürst, wie sich die Beine einschlafen, dann verändere vielleicht die Sitzposition, wechsle die Beine und richte dich wieder ein in eine stabile Sitzposition für die nächste Übung. In der nächsten Übung
geht es noch einmal um die Reinigung. Wir nutzen dazu Agnisara, ebenfalls eine der reinigenden Kriyas aus dem Yoga. Finde eine Position, wo du wieder dich ein bisschen abstützen kannst auf den Knien und dass du dich ein bisschen vorlehnen kannst. Kannst du die Arme dazu auch ein bisschen beugen. Und jetzt atmen wir aktiv ein und aktiv aus und lassen dabei den Bauch nach außen kommen beim Einatmen und nach innen gehen beim Ausatmen. Die Atmung geht durch die Nase ein und aus. Das sieht so aus. Das können wir jetzt gemeinsam machen. Leicht nach vorn geneigt, dass der Atemraum schön Platz hat, das Zwerchfell Platz hat auch. Wir atmen 20 Mal aktiv ein und aus. Solltest du merken, dass dir das zu viel ist, dann gehst du einfach schon früher wieder in die aufgerichtete Position und zur Bauchatmung zurück. Und los geht's. Aufrichten, entspanne dich, lass den Atem natürlich fließen. Wenn du merkst, dass du ein bisschen schummrig bist im Kopf, behalte die Aufmerksamkeit jetzt im Präsentsein. Vielleicht guckst du ein bisschen rum, notierst Gegenstände mit ihren Farben im Raum. Agnisara ist sehr aktivierend, aktiviert das Verdauungsfeuer, hat eine reinigende Wirkung im ganzen Verdauungstrakt. Und wir werden auch hier eine zweite Runde machen. Wenn du bereit bist, lehnst dich wieder nach vorne ganz leicht, stützt dich ein bisschen ab und es geht wieder aktiv ein und aus für maximal 20 solcher Atemzüge. Aufrichten, lass die Atmung natürlich fließen, entspanne den Oberkörper. Vielleicht magst du ja auch jetzt die Augen einen Moment schließen und nachspüren in dir drin, wie sich das jetzt in dir anfühlt. Und weil wir jetzt sehr stark aktiv hyperventiliert haben, viel ein- und ausgeatmet haben, gehen wir jetzt rüber zu einem leichten und reduzierten Atem. Schließe dazu die Augen oder lass den Blick weich vor dir auf dem Boden ruhen. Und lenke die Aufmerksamkeit jetzt auf deinen Bauch. Wenn dich das unterstützt, kannst du auch eine Hand auf den Bauch legen und lass den Atem fließen unter die Hand auf deinen Bauch oder in Richtung deines Bauches. Beim Einatmen hebt sich der Bauch sanft nach außen, geht mit dem Ausatmen zurück und das Ganze geschieht ganz unangestrengt, leicht. Versuche im ganzen Körper entspannt zu bleiben. Entspanne auch deine Stirne, deinen Kiefer, Hals, Nacken, die Schulter. Und lass den Ausatmen
etwas länger werden als den Einatmen. Der Atem fließt ein und aus durch die Nase. Wenn dich Gedanken ablenken sollten und du spürst, du wanderst mit dem Gedanken irgendwo umher, richte einfach deine Aufmerksamkeit wieder auf die Atembewegung. Spüre, wie sich dein Bauch hebt und senkt beim Ein- und Ausatmen. Lass die Gedanken ziehen. Eine weitere gute Möglichkeit, deinen Geist zu beruhigen oder abzulenken, ist, wenn du deine Atemzüge zählst. Wenn du einatmest, zählst du innerlich. Wenn du ausatmest, zählst du im Inneren und schaust, dass der Ausatmen länger ist als der Einatmen. Und wir bleiben noch einen Moment bei der Bauchatmung, ganz im Stillen. Und langsam orientieren wir uns zurück in den Raum. Du kannst die Augen öffnen. Und wir gehen über zur nächsten Atmung. Wir wählen Surya Beda. Dazu nehmen wir die Hand zu Hilfe. Du kannst Zeigefinger und Mittelfinger in den Hand, die Handinnenseite anlegen. Wir lassen mit dem Daumen und mit dem linken, mit dem Ringfinger jeweils im Wechsel die Nasenlöcher schließen. Der Rhythmus ist der folgende: Du schließt mit dem Ringfinger das linke Nasenloch und atmest rechts ein. Schließt dann das rechte Nasenloch, öffnest links und atmest links aus. Schließe wieder. Links, öffne rechts und atme rechts wieder ein. Schließe, öffne links und atme links aus. Der Rhythmus bleibt immer derselbe, wir atmen immer rechts ein und links aus. Und auch hier kannst du beim Ausatmen den Ausatmen tendenziell verlängern gegenüber dem Einatmen. Versuche möglichst entspannt zu sein, auch wenn du die Hand am Gesicht, an der Nase hast. Und ganz gezielt auch wirklich die Nasenlöcher zu schließen, bevor du wieder ein- respektive ausatmest. Also immer rechts ein, schließe beide Nasenlöcher, öffne auf der Gegenseite, atme links aus.
Schließe zuerst beide Nasenlöcher, atme wieder rechts ein. Und so fort in deinem Rhythmus. Achte dich auch hier, dass dein Einatmen nach unten in den Bauch strömt, sich die Bauchdecke hebt, wenn du einatmest. Immer rechts ein und links aus. Entspannt. Der Ausatmen länger als der Einatmen. Wenn du das nächste Mal links ausgeatmet hast, lässt du die Hand sinken, hältst die Augen geschlossen und spürst in dich hinein. Achte auf feine, kleine Veränderungen. Du kannst hinspüren am Rücken zu deiner Wirbelsäule. Wahrnehmen, wie es sich links und rechts von deiner Wirbelsäule anfühlt. Surya Beda aktiviert die Seite, die Sonnenseite, die aktivierende Seite. Und um ein kleines Gegengewicht zu geben und einen Ausgleich zu schaffen, gehen wir jetzt noch einmal mit der Hand zur Nase und werden jetzt in die klassische Wechselatmung gehen. Wir werden dazu links einatmen, schließen, rechts öffnen und rechts ausatmen, rechts einatmen, schließen, links ausatmen, wieder links einatmen. Schließen, rechts aus. So immer rechts aus wie ein, bevor du dann links aus und einatmest. Wir beginnen links. Atme ein. Schließe beide Nasenlöcher. Öffne rechts, atme aus. Atme rechts ein. Schließe beide Nasenlöcher, atme links aus. Atme links ein.
Schließe beide Nasenlöcher, atme rechts aus, rechts ein, links aus. Und ich lasse dich jetzt in deinem eigenen Atemrhythmus weiter atmen. Wenn du magst, unterstützt du dich mit Zählen, einatmen beispielsweise auf 4 und ausatmen auf 8, ein auf 4, ausatmen auf 8 oder auf 2, ein auf 4 aus, so wie es für dich stimmig ist. Auch hier fließt dein Atem bis nach unten in den Bauch, wenn du einatmest. Und dein Ein- und Ausatmen sollte fast nicht hörbar sein oder gar nicht hörbar sein. Es ist ein ganz stilles Atmen. Sanft und ruhig. Und wenn du das nächste Mal links ausgeatmet hast, löst du die Hand vom Gesicht, hältst die Augen geschlossen und spürst wieder in dir nach. Nimmst wahr, wie es sich jetzt an deiner Rückenseite anfühlt, links und rechts von deiner Wirbelsäule. Wie dein Atem jetzt fließt, wenn du nichts steuerst und es einfach geschehen lässt. Genieße noch einen Moment diese innere Ruhe
Stille sein mit dir und deinem Atem. Lege dann beide Hände auf dein Gesicht und mit streichenden Bewegungen fährst du über dein Gesicht, über deinen Körper, über Hals und da, wo es dich jetzt hinzieht, orientierst dich langsam zurück in den Raum, öffnest die Augen, schaust, welche Berührung, welche Bewegung dir jetzt gut tut, welchen Impuls du folgen möchtest. Vielleicht ergibt sich nochmal ein Strecken, Räkeln. Und ich wünsche dir einen leichtgängigen Verlauf deines Tages, ein gutes Unterwegssein. Bis zum nächsten Mal.